AAPDACH Dach. Zugang ist Menschenrecht. Zwei Linien bilden ein Dach. Alles unter einem Dach. Die Schweizer Flagge in Form der Schweiz. Grüezi, Salü, Hoi. Die deutsche Flagge in der Form von Deutschland. Hallo, Grüß Gott, guten Tag. Die österreichische Flagge in der Form von Österreich. Grüß Gott, Servus, Hallo. Die Umrisse der drei Länder befinden sich unter dem Dach. Vereinte Kräfte aus. Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände, Interessengruppen und öffentlichen Stellen. Was uns vereint. Digitale Barrierefreiheit. Mobile Apps, Zertifizierung, Software, Web, Dokumente, Testen, Training, Beraten und Umsetzen. IAAPDACH-Dach. Hashtag alles unter einem Dach. Digitale Barrierefreiheit auf Deutsch. Weitere Informationen unter www.iaap-dach.org. Das Video wurde mit freundlicher Unterstützung der Hochschule der Medien erstellt. Design Laura Eppler. Sprecher Kira Frankenfeld. So. Hallo, könnt mal einen Check, können mich alle hören? Hallo. Prima. Ja, alle, wir alle weiß ich nicht, aber wir. Ja. So. Ja. Ja, hallo nach Deutschland, grüezi in Schweiz und servus nach Österreich. Ich begrüße euch ganz herzlich zum vierten Tag des IAP-Dach, der IAP-Dach-Online-Woche. Mein Name ist Regine Gessner und ich komme aus dem Veranstaltungs- und Konferenzbereich. Mit dem Thema digitale Barrierefreiheit habe ich zu tun durch unsere Konferenz oder Konferenzen M-Enabling, die manche vielleicht von euch kennen, die wir zusammen mit der globalen Initiative für inklusive Informations- und Kommunikationstechnologie, kurz G3ICT, ausrichten. Dazu kommt dann später noch mehr. Ja, als erstes mal ein paar organisatorische Ja, drei Tage IAP-Dach liegen schon hinter uns und wir vom Gründungsteam sind wirklich überwältigt. Also da haben wir nicht mit gerechnet. Wir haben 450 Teilnehmer haben sich angemeldet und es waren bisher in den letzten drei Tagen jeweils 180 bis 200 Zuhörer, fast durchgängig. Da waren wir also richtig, ja, überwältigt, kann man nicht anders sagen. Und was auch ganz toll war, ist, dass ihr alle so aktiv mitgemacht habt, im Chat und mit E-Mails und mit Fragen und Anregungen euch eingebracht habt. Und das zeigt einfach mal ganz in der ganzen Plattform hier, wie wichtig die Thematik der digitalen Barrierefreiheit für uns alle ist und wie sie uns umtreibt und wie wir jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen sehen. Und langsam kommt alles in Gang und auch die Umsetzung ist jetzt wirklich
voll am Start und wir haben einen großen Weg vor uns. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt den heutigen, auch den morgigen Tag noch mit viel Inhalt füllen können, der euch auch motiviert und weiterhilft. Wir haben ja so im Rückblick, wir sehen es hier gerade nochmal, am Montag gestartet mit den Vertretern der Monitoringstellen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, um mal einen Status zu bekommen, wie es eigentlich so in jedem der Länder aussieht. Und am Dienstag sind wir schon mit der Zertifizierung direkt ins Herzstück von der IAAP eingestiegen, als uns Gottfried die beiden Zertifizierungen vorgestellt hat. Den CPAC, die Zertifizierung ist für die Kernkompetenzen in Barrierefreiheit, und den sogenannten WAS, der Spezialkompetenzen für die Web-Barrierefreiheit zertifiziert. Und ich denke, dass unsere beiden Gäste, Bea und Yoshi, die schon beide zertifiziert sind in beiden Zertifizierungen und sich dazu geäußert haben und uns einen Einblick verschafft haben, wie läuft es denn eigentlich ab oder wie kann es ablaufen, denke, das war auch schon sehr hilfreich. Und schließlich gestern noch, Stefan Farnetani hat uns schon mal die digitale Barrierefreiheit aus der Sicht eines Testers näher gebracht und die Podiumsdiskussion dann im zweiten Teil über das Berufsbild des Experten oder des Barrierefreiheitsexperten mit unseren Sprechern, denke ich, war auch schon, hat viele Inputs gegeben und auch so, was muss dieser Experte denn können, was erwarten wir von ihm, was macht ihn aus. Ja, haben wir schon einiges, glaube ich, geschafft, und die Folien und die Aufzeichnungen, die haben wir auch dann auf unserer Webseite, zum Teil sind sie schon drauf, auf unserer Webseite www.iaap-dach.de unter Veranstaltungen, das sind die Materialien, die Folien, einige sind schon drauf, und Zusammenfassungen inhaltlich und auch Aufzeichnungen werden dann also in Kürze folgen. Wenn jemand jetzt nochmal nachlesen möchte oder auch nicht teilnehmen konnte, dass ihr das schon mal wisst. Ja, heute haben wir auf dem Programm Zukunft der digitalen Barrierefreiheit und Community. Da haben wir im ersten Teil, geht es um künstliche Intelligenz und Menschen mit Behinderung. Und im zweiten Teil, ja, Community-Treffen, nützliche Werkzeuge, wichtige Events, wichtige Organisationen. Wollen wir einfach euch so mal so ein bisschen so einen Querschnitt geben, was es da alles so gibt in Deutschland und auch außerhalb. Ja, alles unter einem Dach, und unter diesem Dach ist auch das Thema künstliche Intelligenz. Wie kann künstliche Intelligenz Barrierefreiheit und Inklusion beeinflussen? Und brauchen wir die Zertifizierung für KI? Definition, Rahmen für vertrauenswürdige KI, grundlegende Fragen, Aspekte bedenken und natürlich, wie kann KI-Technologie Barrieren abbauen und überwinden? Dazu ist die erste Stunde heute gedacht, und ich begrüße ganz herzlich Klaus Höckner von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehbehinderten Österreichs. Klaus war auch Mitglied der KI High Level Expert Group der Europäischen Kommission. Klaus, ich sehe, die Folie ist schon da, dann würde ich mal an dich jetzt sagen, Bühne frei. Ja, danke schön, danke Ihnen. Gruß an alle, die da sind. Ich sehe, es sind doch wieder sehr viele Leute hier. Ich dachte schon, vielleicht würde das Thema KI oder Artificial Intelligence, Robotics und Bionics vielleicht doch etwas eher abschreckend wirken. Was mich antreibt bei dem ganzen Thema ist, ich war, wie schon gesagt,
Mitglied der sogenannten High Level Experts Group on Artificial Intelligence bei der Kommission der Europäischen Union und wir haben mehrere Papers ausgearbeitet zu diesem Thema. Ich durfte dort teilnehmen als Vertreter von Organisationen von Menschen mit Behinderungen und war einer von 52 Experten, die in diesem Thema gearbeitet haben. Und ich denke, wir haben es in Zusammenarbeit mit anderen Playern aus der Civil Society doch geschafft, auch das Thema Barrierefreiheit und Menschen mit Behinderungen, respektive Elderly Persons, auch zum Thema zu machen. In diesem ganzen Kontext der Artificial Intelligence und bei der Kommission bzw. bei den Papers, die da herausgekommen sind. Ich möchte heute dann irgendwann einmal auch die Frage stellen, brauchen wir eine Zertifizierung für KI? So wie wir eine Zertifizierung haben jetzt auch für Accessibility. Da wird sich natürlich dann die Frage aufstellen, was wollen wir denn eigentlich zertifizieren und gibt es da irgendwas, was Standards zum Beispiel betrifft oder können wir uns da schon auf irgendwas beziehen oder ist es absolut unmöglich, das zu tun, weil ja das ein so schnelllebiges Thema ist. Klaus, ja. Ich höre dich sehr leise und es gibt auch schon Rückmeldungen im Chat. Hast du die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen näher ans Mikro zu gehen? Das Mikro hängt vor meinem Mund. Oh. Dann musst du lauter sprechen. Hört ihr mich jetzt besser? Ja, ist etwas besser. Ja. Dann hänge ich es mir noch ein bisschen anders hin, okay? Na, Moment kurz. Na, sorry. Wir sind bei der... Sehr gut. Ihre Chaos möchte freigegebene Inhalte kommentieren. Ja, was heißt das jetzt für mich? Abbilden oder genehmigen? Ich habe das noch nie gesehen. Okay. Wir sind ausgegangen von einer Definition von künstlicher Intelligenz in der High Level Group, wobei natürlich das Problem einmal schon im Begriff selber ist. Mit dem Ausdruck KI wird explizit auf den Begriff der Intelligenz bezogen. Das Konzept der Intelligenz in Maschinen wie Menschen ist aber leider unbestimmt, das wissen wir alle, obwohl es von vielen Psychologen, Biologen oder Neurowissenschaftlern bereits ausführlich untersucht wurde. Darum verwenden KI-Forscher in der Regel den Begriff der Rationalität anstelle des Begriffes der Intelligenz. Mit Rationalität verstehen wir hier die Fähigkeit, unter Berücksichtigung bestimmter zu optimierender Kriterien und von verfügbaren Mitteln das bestmögliche Handeln zu wählen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Rationalität ist natürlich nicht der einzige, aber doch ein wesentlicher Bestandteil des Konzeptes der Intelligenz. Von was reden wir da, wenn wir jetzt von KI reden? Wir reden von verschiedenen Teilbereichen, aber wir reden vor allem vom Teilbereich des maschinellen Lernens. Das haben wir sicher alle schon einmal gehört in irgendeiner Weise, das Deep Learning. Ja. Natürlich auch von einer Robotik. Und was macht AI? Es schlussfolgert aus den gesammelten Daten, aus den riesengroßen Datensätzen, den Datenmengen, die wir haben, und versucht hier die großen Leitlinien zu finden, beziehungsweise das, was wir dieser sogenannten Intelligenz vorgeben, dann auch nachher dann zu erfüllen, beziehungsweise anzunehmen. Von was reden wir, wenn wir von Intelligenz oder künstlicher Intelligenz reden? Wir reden entweder von einer engen oder einer angewandten KI oder einer allgemeinen oder starken KI. Eine starke KI wäre ein Paradigma, das auf den Mensch umgelegt wird. Zum Beispiel, sie könnten, also allgemeine KI-Systeme könnten alle Aufgaben erfüllen, zu denen auch ein Mensch in der Lage ist. Und das, glaube ich, da sind wir uns einig, dass das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall ist. Bei den verwendeten Systemen, die wir heutzutage in Verwendung haben, handelt es sich alle um Beispiele einer engen KI, sprich einer angewandten KI. Viele KI-Systeme haben ein Problem, vor allem mit dem Bias, mit den Vorurteilen, die mitgeschleppt werden, zum Beispiel, wenn sie angewendet werden. Wir kennen alle die Beispiele von Bots,
die innerhalb von 2-3 Tagen von selber zu Rassisten werden, obwohl sie eigentlich zum Beispiel in den sozialen Medien rassistische Äußerungen überwachen sollten, beziehungsweise das prüfen sollten, ob rassistische Äußerungen vorkommen. Das gab es bei Facebook, das gab es auch bei anderen großen sozialen Medienplattformen zum Beispiel. Und wir kennen auch zum Beispiel die Beispiele, und ich weiß nicht, ob das auch in der allgemeinen Audience jetzt hier schon bekannt ist. Wir kennen die Beispiele mit Einstellungsmaschinen quasi, Maschinen, die dafür Sorge tragen sollen, dass es zu einer objektiven Auswahl von Bewerbern in einem Bewerbungsprozess kommt, und die dann nachher dazu führen, dass am Ende nur mehr weiße Europäer unter 30 überbleiben, weil die Maschine genau mit diesen Daten gefüttert wurde und auch trainiert wurde und damit das Vorurteil noch verstärkt hat und weitergeführt hat. Das nächste Problem, das wir haben, ist die Blackbox. Wir schmeißen Daten rein und wissen, dass Daten rauskommen. Es mag auch etwas Richtiges rauskommen, aber wir wissen nicht, warum das so ist. Wir haben hier zum Beispiel das Problem in Österreich, dass wir eine Bewertung von arbeitslosen Personen durch ein Blackbox-System haben, wo am Ende dann rauskommt, ob diese Person eine bestimmte Dienstleistung des Arbeitsmarktservices in Anspruch nehmen kann. Wir wissen aber nicht, warum dann nachher rauskommt, ob diese Person dann eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch nehmen kann, weil wir nicht wissen, wie diese Blackbox da im Hintergrund entscheidet. Und die Zielgerichtetheit heißt, KI-Systeme arbeiten alle zielgerichtet. Das bedeutet, dass ihnen von Menschen ein bestimmtes Ziel vorgegeben wird. Die Maschine selber oder das System selber kann niemals entscheiden, welches Ziel es anstreben will, beziehungsweise was es zu tun hat. Beispiel Schachcomputer. Und dazu kommen wir dann eben zu einer weiterführenden, angepassten Definition, die wir dann nachher der Kommission empfohlen haben und die ich jetzt sicher hier nicht vorlese, die uns einfach erweitert wurde um all das, was vorher auch gesagt wurde, wie zum Beispiel um das maschinelle Lernen, maschinelle Denken und auch um Robotik. Robotik ist ein Thema, das ich denke erwähnt werden sollte und das sicherlich in der Zukunft für Menschen mit Behinderung auch ein Thema werden wird. Eines meiner Sachen, die ich immer wieder sage, wenn ich Vorträge mache, wir werden alle mal behindert werden oder behindert sein werden, ja, weil wenn wir älter sind, werden wir mit gewissen Einschränkungen zu tun haben. Wir werden schlechter sehen, wir werden schlechter hören, wir werden motorisch schlechter unterwegs sein, wir werden kognitive Einschränkungen haben und all das auch meistens in einer Kombination. Deshalb denke ich mir, Robotik betrifft auch uns alle irgendwann mal in der Zukunft. Robotik jetzt nicht nur im engeren Sinne, wie wir sie jetzt verwenden, sondern eine Robotik, wie sie noch zu entwickeln ist. Auch in Form zum Beispiel von Pflegerobotern oder in Form von Unterstützungen, wie zum Beispiel diese berühmte Robbe, die es gibt in Japan, die für demenzkranke Menschen verwendet wird, um den Fortschritt der Demenz zumindest einschränken zu können. Das zweite Paper, das dann aber entwickelt wurde von uns, war, dass wir versucht haben, einen Rahmen für eine vertrauenswürdige KI zu schaffen. Und hier kommt jetzt dann, ähnlich würden wir jetzt alle sagen, einmal dann der Übergang zum Thema Menschen mit Behinderungen. Wir brauchen, wie können wir eine vertrauenswürdige KI schaffen, indem wir sie rechtmäßig, indem wir sie ethisch machen und indem wir sie robust machen. Und die Fundamente, das sind die 4 ethischen Grundsätze der Achtung der menschlichen Autonomie, der Schadensverhütung, der Fairness und der Erklärbarkeit, die in 7 Kernanforderungen an jedes System, das sich mit KI beschäftigt, dann nachher münden. Und eines davon ist die Vielfalt und die Nichtdiskriminierung und die Fairness, die unser Kernthema dann ist. Und in diesem Kernthema sind auch dann die Themen der Barrierefreiheit, der Accessibilität dann nachher auch eingebaut. Diese 7 Kernanforderungen noch einmal in einem Überblick.
ohne diese 7 Kernanforderungen, die auch unter anderem beinhalten den Datenschutz und das Datenqualitätsmanagement. Sprich, wenn wir von einer europäischen KI sprechen, sprechen wir von einer KI, die sich an die Grundregeln der Datenschutzgrundverordnung, die ja in Österreich, nicht nur in Österreich, die in Europa gelten, auch dann nachher hält. Wenn wir also von dieser europäischen KI sprechen, dann sprechen wir von einer anderen KI als die KI, wie sie zum Beispiel in den asiatischen Staaten wie in China oder wie sie auch teilweise in den Vereinigten Staaten, wo es relativ laxe Zugänge zum Datenschutz gibt, verwendet werden. Und das ist auch ein ganz ein wesentlicher Teil und würde meiner Meinung nach auch dazu führen, dass wir sagen können, wir haben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern, gegenüber anderen Regionen dieser Welt, wenn wir diese 7 Kernanforderungen dann nachher auch wirklich erfüllen, um ein KI-System zu bauen. Der Ausschluss aus dem Ganzen war dann der Altai. Ja, der Altai ist die Assessment List for Trustworthy AI. Alle diese Dokumente, die ich hier erwähnt habe, gibt es übrigens zum Download in verschiedensten Sprachen auf der Webseite der Kommission bzw. auf der Webseite der High Level Group on Artificial Intelligence. Man braucht nur danach suchen in einer Suchmaschine unter HLG und der High Level Group und Artificial Intelligence, dann finden Sie auch wahrscheinlich sofort die Webseite. Danach und unten ist sie noch einmal angeführt danach und sollte auch anklickbar sein, wenn Sie dieses Dokument danach haben. Im Anschluss in der Pilotphase, wo wir 350 Stakeholder eingeladen haben, zu teilnehmen, wurde eine sogenannte Assessment-Liste erstellt, die als Online-Tool verfügbar ist und als PDF verfügbar ist. Leider ist es mir nicht gelungen, ein vollständig barrierefreies PDF einzufordern, weil dieses Ding erstellt wurde von der Kommission bzw. von den Auftraggebern, von den Auftragnehmern der Kommission und ich eine lange, lange, lange Diskussion geführt habe mit denen, was Barrierefreiheit ist, beziehungsweise warum Barrierefreiheit ein großes Thema sein sollte, wenn wir eine solche Liste machen. Und hat dann dazu geführt, dass wir wieder die üblichen Gründe hatten, wie zum Beispiel, wir haben kein Budget, wir haben keine Zeit, um das Ganze zu machen. Deshalb ist es ein nicht barrierefreies PDF geworden, das da draufsteht, genauso die Webseite. Die 7 Kernprinzipien wurden anhand des Fragekatalogs ausformuliert und jeder Teilnehmer erhält, wenn er diesen Fragekatalog ausfüllt, eine Bewertung, ob seine Organisation dann nachher auch wirklich diesen Kriterien entspricht oder wo es dann nachher noch etwas einen Handlungsbedarf gibt in seiner oder in ihrer Organisation dann nachher. Auf dem Schutz der, also Basis ist der Schutz der Grundrechte aller Menschen, welche in den Gründungsverträgen der EU festgehalten sind, sowie auf den internationalen Rechtsgrundlagen, wie eben United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities, die ja auch von der EU ratifiziert wurden. Die grundlegenden Fragen, die sich hier stellen, diskriminiert das KI-System Menschen möglicherweise negativ aus einem der hier angeführten Gründe, unter anderem könnte es auch natürlich Behinderung sein. Hat eine Organisation Prozesse eingerichtet, um solche möglichen negativen Diskriminierungen, um so eine Bias während der Entwicklungsbereitstellungs- und Nutzungsphasen des KI-Systems zu testen oder zu überwachen? Respektive haben sie auch Prozesse eingerichtet, um negative Diskriminierungen anzugehen, um diese zu korrigieren bzw. zuerst einmal herauszufinden, ob es die überhaupt gibt und respektiert das KI-System die Rechte des Kindes bzw. In Bezug auf den Kinderschutz und unter Berücksichtigung des Gemeinwohls. Werden personenbezogene Daten, die da drinnen stehen, im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union auch geschützt? In diesem Fall geht es konkret um die Frage, haben Sie Verfahren eingerichtet, um die Notwendigkeit einer Datenschutzfolgenabschätzung im Detail zu bewerten? Einschließlich der Bewertung von Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Bearbeitungsvorgänge in der Beziehung zu ihrem Zweck in den verschiedenen Phasen des Entstehens und der Nutzung von einem KI-System.
Wurden auch hier Maßnahmen ergriffen, um die Risiken zu berücksichtigen und Schutzmaßnahmen ergriffen, um den Schutz von personenbezogenen Daten in Bezug auf Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Nutzungsphasen des Systems in allen ihren Ausprägungen zu gewährleisten. Ein ganz ein wichtiger Teil ist auch, respektiert das KI-System die Meinungsinformationsfreiheit oder das Versammlungs- und das Vereinigungsrecht, das wir alle Ihnen als eines unserer Grundrechte ansehen. Haben Sie diese Prozesse eingerichtet, um mögliche Verstöße gegen die Meinungsinformationsfreiheit bzw. die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in allen Phasen der Entwicklung, der Bereitstellung und der Nutzung des Systems zu testen und zu überwachen? Und können Sie diese Systemfehler dann nachher korrigieren bzw. können Sie sie beheben? Fragen in Bezug auf die Vielfalt und die Nichtdiskriminierung und die Fairness, die dann hineinreklamiert wurden bzw. die auch gestellt wurden, wenn wir diese Assessment-Liste machen, sind die Vermeidung von einem Bias, also von einem Vorurteil, das in den Daten vorhanden sein könnte und dazu führen könnte, dass von vorhandene Nachteile dann fortgeschrieben bzw. verstärkt werden. Wurde auch sichergestellt, dass die allgemeinen Richtlinien, was Accessibility betrifft und Universal Design betrifft, dass die auch da drinnen stehen. Das heißt, wird auch Bezug genommen, dass ein KI-System, wenn es zum Beispiel als Webseite oder in einer Webseite integriert ist, dann nachher die WCAG 2.1AA-Kriterien erfüllt, respektive, dass es dann nachher auch in der Zukunft das Silver-System zum Beispiel erfüllt, etc. Wurden diese Zielgruppen, um die es hier geht, die User von assistierenden Technologien in allen Phasen der Implementierung, der Planung und auch dann nachher später noch einbezogen und wurden die Stakeholder, die von einem System betroffen sein könnten, auch wirklich einbezogen im Entwurf und in der Entwicklung dieses Systems? Das sind alles grundlegende Fragen, die gestellt werden hier in dieser Altei, in dieser Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence. Sie können alle noch daran teilnehmen, an dieser Umfrage. Das System ist frei zugänglich. Man registriert sich auf der Webseite der Kommission der Europäischen Union und hat dann einen freien Zugriff auf dieses System und kann diese Assessment-Liste auch dann durchackern und kann einmal schauen, wo stehen wir in Bezug auf eine vertrauenswürdige Artificial Intelligence zum Beispiel. So, das war mal sozusagen der grobe Rahmen, in dem wir uns bewegen, wenn wir von KI-Systemen reden, die auf Europa bezogen sind, der European-Centric Thematik. Und jetzt möchte ich ganz gerne mal darauf eingehen, wo könnte denn oder wo können KI-Systeme für Menschen mit Behinderungen hilfreich sein? Und das ist jetzt eine Aufzählung, wenn es einfach die nicht jetzt erschöpfend ist. Wenn Sie was dazu zu sagen haben, dann gerne nachher. Ich würde Sie gerne auch danach zu einladen im Anschluss an meinen Vortrag, dass Sie mit mir diskutieren über zwei wesentliche Themen. Und da können Sie sich hierzu auch einbringen. Wir haben schon KI-Systeme im Einsatz, von denen wir eigentlich nicht wissen, dass sie KI-Systeme sind. Und zwar die ganze Sprachsteuerung von Computern und Smartphones. Viele von uns arbeiten mit einem sprachgesteuerten Applikation, vor allem wenn sie mit dem Smartphone arbeiten. Automatische Übersetzung und Untertitelung. Hier haben wir einen Schriftdolmetsch, der wirklich schreibt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einem anderen System arbeiten würden, wie mit Teams oder mit Google Meet zum Beispiel, dann können Sie wirklich schon das Live Captioning verwenden für das System, das in der Cloud dieser jeweiligen Systeme arbeitet. Respektive gibt es verschiedene Firmen, die das jetzt schon anbieten, wie Streamer Center zum Beispiel, wo Sie in 20 Sprachen in der Zwischenzeit schon mal Live Captioning machen können. Das können Sie dann auch in Zoom einbinden, indem Sie ganz einfach die API eingeben dort bei Zoom, wenn Sie dort ein Konto haben.
Wichtig für Menschen, die nicht sehen oder schlecht sehen können, ist zum Beispiel eine Bilderkennung, eine automatisierte, diese teilweise schon in manchen Social Media Kanälen haben, oder einen automatisierten Text, der nicht funktioniert, meines Wissens nach nicht richtig funktioniert, beziehungsweise eine automatisierte Audiobeschreibung von Szenen beziehungsweise von Bildern, die ebenfalls sehr hilfreich wären, aber die meines Wissens nach, korrigieren Sie mich, wenn Sie mehr wissen, noch nicht wirklich funktionieren. Das Zusammenfassen, das Löschen von Texten, das Zusammenfassen von Texten für Personen mit Leseschwierigkeiten zum Beispiel, ist auch eines dieser Themen. Die Gesichtserkennung, die sehr, sehr gut schon funktioniert, wie wir wissen, es gibt schon viele Gesichtserkennungsprogramme, die auch da wirklich funktionieren, wenn zum Beispiel Menschen eine FFP2-Maske tragen oder irgendeine Schutzmaske tragen. Da ist die Erkennungsrate sehr, sehr hoch. Da gibt es die ganzen Probleme mit mit sogenannten Immersive Technologies, das heißt, oder Effective Computing, da haben wir das ganze Problem dann, wenn die Maschine erkennen kann, ob ich krank bin, ob ich Angst habe, ob ich, was weiß ich, immer auch aufgrund meines Gesichtsausdrucks, kann die Maschine auch erkennen, ob ich eine gewisse Art von Behinderung habe, zum Beispiel etc. Und damit haben wir wieder eine automatische Einordnung, zum Beispiel in gewisse Kategorien. Pflegeroboter, Medizinroboter wurden schon erwähnt. Da gibt es große kulturelle Unterschiede. Ich denke mal, wenn ich jetzt die Frage in die Runde stellen würde, wer von euch möchte ganz gerne oder würde sich von einem Pflegeroboter, wenn er im Spital liegt oder sie im Spital liegt, auch wirklich betreuen lassen, dann würde wahrscheinlich die Ablehnungsquote bei 95% sein. Wenn wir uns das Ganze aber dann anschauen im asiatischen Bereich, da ist es ganz umgekehrt. Da sind die Leute froh darüber, wenn sie quasi von einer anonymen Maschine bedient werden und nicht von einem Menschen bedient werden, weil dort ganz andere kulturelle Hintergründe hineinspielen in dieses Thema. Medizinroboter selber auch noch. Es hat sich gezeigt, dass über Big Data referenzierte also Roboter, in diesem Fall sind das keine, aber Medizinerkennungsprogramme, dass sich über Big Data gefütterte und erlernte Systeme viel besser tun und viel genauer sind, zum Beispiel im Erkennen von Krebs zum Beispiel oder von Bildern, die sie jetzt habe ich den Faden verloren, von Bildern im medizinischen Bereich. Weiters noch, wenn wir jetzt dann auf die banalen unter Anführungszeichen Dinge zurückkommen, die nicht so banal sind. Ja. Was wäre, wenn Systeme der künstlichen Intelligenz automatisiert Websites testen könnten? Und was wäre, wenn der Ton ist immer noch schlecht, lese ich gerade, ich kann leider nicht lauter schreiben. Ja. Was wäre, wenn zum Beispiel es Systeme geben, die automatisch jede Webseite re-engineeren und anpassen, also customizen an die Bedürfnisse des Menschen, der vor dieser Webseite sitzt, automatisch Fehler in der Accessibility korrigieren und es ermöglichen, dass ich mit meiner assistierenden Technologie, mit der ich arbeite, optimal mit dieser Webseite arbeite, und ich brauche dann im Nachhinein auch keinen Menschen, der quasi die Webseite vorher so programmiert. Damit rede ich natürlich jetzt einmal gegen unser Berufsbild hier, gegen die IAP, weil wir machen ja genau diese Zertifizierungen. Und ich denke, das ist immer noch notwendig, dass wir diese Zertifizierungen machen, weil so eine Anpassung oder ein automatisches Re-Engineering, ja, wie das meines Erachtens nach so bald nicht geht. Dann ein ganz kontroverses Thema für Menschen, gehörlose Menschen, respektive für die Hard of Hearing Community, sind Avatare. Avatare für eine Runde Fly-Übersetzung der Gebärdensprache zum Beispiel.
auch hier gibt es sehr, sehr große Urbereiter dagegen. Eines der Themen aus meiner Community, in der ich bin, die Community der blinden und sehbehinderten Menschen: Warum sollte ein blinder Mensch nicht Auto fahren, wenn er ein automatisiertes, wenn er ein autonomes System hat, das Autofahren ermöglicht? Oder wenn sie eine Mobilitätseinschränkung haben, wäre es sicher auch gut, wenn das Auto für sie fährt, wenn sie zum Beispiel keine Möglichkeit haben, mit ihren Extremitäten dieses Auto zu bedienen oder beziehungsweise die verschiedenen Funktionen des Autos dann bedienen zu können. War übrigens einer der heißen Themen in der Gruppe. Wir hatten viele Autohersteller in der Gruppe drinnen und die sind ganz, ganz heiß darauf, dass Artificial Intelligence und autonome Autos in der Zukunft verpflichtend werden. Dann haben wir noch virtuelle Realität und Augmented Reality und die großen Buzzwords von Smart Cities, Smart Homes, von intelligenten Umgebungen in diesem Bereich, die umfassen von Ampelsystemen bis automatisierten Steuerungen von öffentlichen Verkehrsmitteln, also sicher auch, was es da noch alles gibt. Das wären einmal die Sachen, wo man sagen könnte, okay, das könnten Umsetzungsbeispiele oder Bereiche sein, wo wir künstliche Intelligenzsysteme einsetzen. Dazu hat sich der European Disability Forum, die Dachorganisation der Behindertenverbände in der Europäischen Union, auch Gedanken gemacht und hat eine Umfrage dazu gestaltet unter ihren Mitgliedern, wo diese die Probleme sehen. Und die Probleme waren folgendermaßen. Fast 90% sagen, okay, das Ding ist dann wieder nicht barrierefrei. Ich kann es dann wieder nicht bedienen, wenn ich so ein System habe, weil die Regeln, wie seien es jetzt WCAG 2.1, Doppel A oder sonst auch wie immer, nicht eingehalten werden. 60% haben sich besorgt darüber gezeigt, dass es keine Standardisierung gibt in diesem Bereich, sprich die Interoperabilität von verschiedenen Geräten kann nicht sichergestellt werden, weil wir keine konkrete Standardisierung in diesem Bereich haben. Die Hälfte zeigt sich besorgt über neue Technologien, die eben zu neuen Diskriminierungen führen kann, die Gaps wieder neu aufmachen. Und viele zeigen sich auch natürlich danach besorgt darüber, dass sie der Privatsphäre, sprich Google Alexa, wir kennen dieses Thema, dass dieses Ding auch immer mithocht, auch wenn sie es nicht aktiviert haben, zum Beispiel, dass ihre Privatsphäre dadurch beeinträchtigt wäre. Und 42% waren besorgt darüber, dass sogenannte Emerging Technologies ihre Sicherheit beeinträchtigen können. Und dann gibt es auch noch natürliche Bedenken hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, Mangel an digitalen Fähigkeiten. Das Ganze, muss man sagen, ist jetzt ein Luxusthema, weil Produkte, die mit Assistive, mit KI-Systemen unterfüttert sind, immer noch meist in den sogenannten entwickelten Staaten verwendet werden. Da ist deshalb auch das Problem der Affordability, das heißt der Geschwindigkeit. Wenn ich mir anschaue, es gibt eine Brille zum Beispiel, die verwendet werden kann von blinden Menschen, wo ich eine Kamera drauf habe. Das ist die Orcam aus Israel, die kostet hier in Österreich zum Beispiel 5.400 Euro. Und das kann sich niemand leisten in einem Low-Income-Country, das kann sich niemand leisten in Asien, in verschiedenen asiatischen Staaten oder in afrikanischen, südamerikanischen Staaten, außer einer gewissen Elite dann. Gut, das wäre meine Zusammenfassung. Ich habe Ihnen auch hingeschrieben, wo ich diese Sachen alle her habe, beziehungsweise wo Sie sie runterladen können, die ersten beiden, und auch in den Proceedings der ICCHB, die auch noch erwähnt werden wird heute, die International Conference for Computers Helping People with Special Needs, einer der ältesten Konferenzen, die es in diesem Bereich gibt, gegründet von Klaus Miesenberger in den 90er Jahren.
Meine Frage an Sie ist jetzt, wären Sie bereit, mit mir über zwei Themen zu diskutieren? Und zwar über das System, KI-basierte Systeme, sind das ein Fluch oder ein Segen? Aus Ihrer Sicht? Und das Zweite ist, brauchen wir eine Zertifizierung für die Entwicklung von KI-Systemen, damit wir im Anschluss daran auch zum Beispiel eine Zertifizierung von Personen machen können, die sich in diesem Bereich, mit diesem Bereich beschäftigen, um dort die Barrierefreiheit zu gewährleisten? So, gibt es erste Meldungen dazu oder gibt es irgendwas dazu? Ja, wir haben schon was im Chat, Klaus. Und zwar eine Frage von einem unserer Zuhörer. Gibt es schon konkrete Anwendungen für On-the-Fly-Übersetzung für Gebärdensprache? Sorry, ich war stumm geschaltet. Ja. Also meines Wissens nach, hört sie mich jetzt wieder? Ja. Ja. Also meines Wissens nach gibt es das nicht, die On-the-Fly-Übersetzung für Gebärdensprache. Ich kenne eine Firma, die eine halbautomatisierte Übersetzung macht mit Avataren, die hier in Wien sitzt. Ja. Aber die arbeiten jetzt auch schon seit, glaube ich, 2012 daran. Ja. Und es gibt immer noch keine Möglichkeit, dass man das wirklich on the fly macht. Also das Interessante daran ist, hier ist Annemarie Nebel, ist ja auch, dass wir je Land unterschiedliche Gebärdensprachen haben. Und das heißt, wenn wir hier eine KI entwickeln, dann müssen wir ja auch die unterschiedlichen Sprachen mit aufnehmen und die unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien. Was meinst du, Klaus, wann werden denn solche KI-basierten Gebärdensprachübersetzungen soweit sein? Also hast du da eine Idee, eine Roadmap für uns, damit wir so ein bisschen Hoffnung schöpfen können? Also ich bin jetzt nicht der große Spezialist in diesem Bereich, weil ich bin ja in einer anderen Community, aber wenn ich jetzt den Klaus Miesenberger, der sich mit diesem Thema an der JKU in Linz seit Jahrzehnten damit beschäftigt, wenn ich ihm glauben kann, dann sagt er, das wird noch mindestens 10 Jahre dauern, bis das irgendwie einmal so wird, dass es auch wirklich funktioniert. Wir können jetzt davon ausgehen, dass es für gewisse standardisierte Situationen zum Beispiel sicherlich jetzt schon möglich ist, solche Systeme einzusetzen. Wenn wir denken zum Beispiel an Bankomaten, sprich Geldausgabegeräte, Ticketausgabegeräte, Informationsstelen, die wir haben zum Beispiel im öffentlichen Bereich, für Flughäfen oder für Bahnhöfe zum Beispiel, wo ich Standardsituationen und Standardsätze habe. Ja. Aber eine richtige Konversation wird ein Avatar meines Erachtens nach in den nächsten 10 Jahren nicht wirklich führen können. Mhm. Du hast natürlich auch recht, das ist das Problem, wir haben unterschiedliche Gebärdensprachen in unterschiedlichen Regionen und Ländern. Wir haben sogar jetzt ganz kleinräumig schaue hier in Österreich, ist eine Vorarlberger Gebärdensprache anders als eine Wiener Gebärdensprache. Da gibt es Dialekte. Und das Konzept der Gebärdensprache ist ja ganz anders als das der natürlichen Sprache. Wichtig ist, es zu verstehen, im Grunde genommen, denke ich immer, und das wird ja immer wieder auch, ich weiß nicht, ob das jetzt in den letzten Tagen schon gesagt wurde, ja, Gebärdensprache ist die Muttersprache von gehörlosen Menschen, die mit dieser Sprache aufgewachsen sind. Und ist nicht jetzt irgendein Ersatz, eine Sprache, ein Interpretationskanal, der einfach weggelassen werden kann, weil für viele dieser Menschen ist die Lautsprache ganz einfach eine Fremdsprache. Und das sollte man immer dann im Hintergrund auch bedenken. Genau. Und auch eine kleine Anekdote kann ich noch erzählen, zum Beispiel dazu, zur Gebärdensprache. Die Hilfsgemeinschaft ist sehr verbunden, zum Beispiel mit einer Organisation, die Israel ist, das ist Access Israel, ja. Ich war in Israel und habe dort mit einem Gebärdensprachdolmetsch gesprochen, einem
der Hebräisch und Englisch gebildet und der hat zu mir gesagt, wenn er nach Österreich kommt oder nach Deutschland kommt, ja, dann kann er jederzeit sich mit gehörlosen Menschen, die die österreichische oder die deutsche Gebärdensprache sprechen, unterhalten, aber er kann sich nicht mit einem Menschen unterhalten, der die Lautsprache spricht oder spricht kein Deutsch. Weil die Struktur und die Sprache, die Gebärdensprache in Israel, die hebräische Gebärdensprache, auf der deutschen Gebärdensprache zum Beispiel fußt. Ja. Das ist auch, das ist nur als Gimmick dazu gemeint, das hat nichts mit der KI zu tun, aber ich finde das schon sehr interessant, wenn man das solche Sachen gibt. Mhm. Auch die Meinungen, die jetzt hier im Chat gekommen sind, die sagen eben auch, ne, dass es auch in der Community der hörgeschädigten Menschen oder gehörlosen Menschen hier sehr unterschiedliche Meinungen gibt, ja. Weil man eben auch sagt, naja, es ist eine Vielfalt der Sprache, wir haben eine völlig andere Grammatik, eine völlig andere Aufbau, ja. Und natürlich, es fällt ein ganz wichtiger Kommunikationskanal weg, wo ich glaube, dass die KI noch nicht so weit ist, das ist die gesamte Mimik und Gestik, ne? Also was wir auch über Intonationen zum Beispiel ausgeben. Ich meine damit Intonation der Gesichtsmuskeln, ne? Also wirklich die nicht der Sprache, sondern der wirklich, wie spreche ich etwas? Man hört ja jetzt auch, dass ich lächle beim Reden. Ja, könnte ja vielleicht auch mal mein Video anmachen. Aber das ist etwas, glaube ich, was noch ziemlich lange braucht und das wird hier jetzt auch bestätigt. Aber es kommt noch eine Frage rein, auch zum KI und Datenschutz. Wenn ich zum Beispiel ein KI-basiertes System habe, wie vielleicht eben in 10 Jahren mal so eine Übersetzungssoftware mit Gebärdensprachavatar, wie ist das denn, wenn dann sozusagen hier auch private Daten, nämlich die Tatsache, dass ich diesen Avatar nutze, oder dass ich eben eine assistive Technologie nutze, wie zum Beispiel NVDA als Screenreader, das wird ja erkannt. Und dann kriege ich vielleicht personalisierte Angebote eben auf der Tatsache, dass das vermittelt wird. Wie geht KI damit um? Du hattest ja auch was von Ethics schon vorgestellt. Ja, wie geht KI damit um? Ich meine, genau das ist das Thema ja gewesen in dieser Erstellung dieser Assessment-Liste und der möglichen Standardisierung, dass wir uns dazu committen, wenn wir so ein System entwickeln, dass die Privacy, also dass die Datenschutzregeln auch wirklich eingehalten werden. Es ist der feuchte Traum aller Versicherungsgesellschaften, an diese Daten heranzukommen, weil dann können sie zum Beispiel wirklich ihre Tarife dann dahingehend anpassen, ob jetzt ein Mensch mit Behinderung oder ein Mensch ohne Behinderung dahinter sitzt. Das ist, genau das gilt es eben zu vermeiden, finde ich. Ja. Und ich möchte noch einen Satz noch sagen, zum Beispiel zu den Autos. Wir hatten die Autolobby in dieser Gruppe zum Beispiel, in dieser High-Level-Group, die war ganz, ganz, ganz stark vertreten, dort war sehr, sehr pressing, also fordernd. Ja. Ja. Die wollten wirklich eine Verpflichtung reingeschrieben haben in das Papier, dass Autos nur mehr in der Zukunft autonome Systeme im Hintergrund haben. Mit dem Argument, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Österreich anschauen, wir haben 500 Tote im Jahr, die durch Verkehrsunfälle zum Beispiel vorkommen. Und wenn wir KI-Systeme haben, dann würde das bedeuten, dass wir die Anzahl der Toten auf ein Zehntel senken können. Das war sozusagen die Argumentation dort. Ja. Und wenn man sich Autos zum jetzigen Zeitpunkt anschaut, da gibt es ein schönes Buch dazu, zu diesem Thema. Autos sind Fahrer, da schreibt der Autor, Autos sind fahrende Smartphones. Ja. Jedes Auto hat bis zu 200-300 Embedded Systems drinnen und produziert pro Tag um die 8 Terabyte Daten. Man sammelt jetzt diese Daten mal, weil man nicht weiß, was man damit anfangen soll. Ja? Aber diese Daten werden gesammelt und dessen muss man sich auch bewusst sein, dass man über das Entertainment-System zum Beispiel, das ja dauernd Daten austauscht, ja, auch diese Daten dann nachher an die Firma dann weiter schickt. Und die Frage, die sich immer wieder hier stellt, ist, wem gehören diese Daten? Wo ist die Ownership? Die Daten werden ja vom Auto erzeugt. Ja? Gehören die jetzt dem Eigentümer des Autos oder gehören die den Produzenten des Autos zum Beispiel?
Und diese Frage stellt sich auch in vielen anderen Bereichen dann, auch in medizinischen Bereichen dann zum Beispiel. Mhm. Wem gehört die Daten? Gehört die mir? Und darf ich sie weiterverwenden? Oder darf ich sie einschränken danach? Das zielt ja vielleicht auch genau auf deine zweite Frage ab, ne? Also die ich eindeutig mit Ja beantworten möchte, wo wir sagen, ja, es braucht auch natürlich eine Zertifizierung, zumindest für das KI-System selbst. Für die Entwicklung weiß ich nicht, ob man da eben sagt, es muss einem bestimmten Standard auch folgen. Aber genau dieser Umgang mit Daten ist zum Beispiel eine Sache, die hier dann auch wirklich offengelegt und transparent offengelegt werden sollte. Aber nochmal zurück, vielleicht auch zu deiner ersten Frage, Fluch oder Segen. Es gibt jetzt hier auch verschiedenste Kommunikationen im Chat, die das auch noch ein bisschen sozusagen aufsplitten und zum Beispiel sagen, naja, es gibt ja zum Beispiel, bleiben wir bei der Nutzergruppe hörgeschädigt, gehörlos, früh hörgeschädigt, also in der frühen Entwicklung, die haben alle oder generell eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an die Informationsverarbeitung. Das heißt, der eine möchte gerne Gebärden haben als Sprache, der nächste sagt, für mich wäre es leichter, wenn wir einfach oder leicht formulieren und Informationen so wiedergeben. Der nächste sagt, nee, ich brauche zwar Untertitelung oder auch eine Schriftdolmetschung, aber bitte in Normalsprache. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir dann KI als Segen sehen, zu sagen, wir können viel mehr Individualisierung schaffen. Ja, das Customizing ist vielleicht auch möglich. Also das Anpassen an die jeweiligen speziellen Bedürfnisse des Nutzers, der im Hintergrund sitzt. Das enthebt uns aber nicht, das möchte ich schon betonen, auch unserer Pflicht, dass wir dafür sorgen, dass wir Systeme so barrierefrei wie möglich machen von vornherein einmal. Deshalb dürfen wir jetzt nicht in der Hoffnung darauf, dass es irgendwann einmal ein System geben wird, das alle unsere Fehler ausbessert, ja, dürfen wir nicht jetzt davon ausgehen, jetzt brauchen wir es eh nicht mehr machen. Jetzt schreiben wir es so, wie wir es wollen, jetzt halten wir uns nicht mehr an die Regeln, wenn wir Webseiten basteln oder wenn wir Apps programmieren, weil irgendwann gibt es eher mal ein System, das ist dann so fehlertolerant und passt das Ganze dann im Nachhinein so an, wie es jeder braucht. Also nach dem Motto, brauchen wir nicht. Ja. Das wird es so nicht spiegeln, denke ich mir. Ja. Es wird immer unterstützende Systeme geben, die genau das machen können, aber es wird nie das perfekte System geben. Und das ist wie, ich denke, das wird morgen auch da bestätigt werden im PDF-Bereich. Ja. Je besser das Ursprungssystem ist, desto besser ist auch danach oder schneller ist auch das Resultat da, dass es barrierefreie zum Beispiel PDFs zum Beispiel gibt oder andere Systeme. Das Ursprungssystem ist sehr wohl sehr, sehr wichtig. Was jetzt zum Beispiel dieses Customizing betrifft, ja, oder was jetzt diese Anpassung betrifft, ja, natürlich werden dabei Daten erzeugt, die in irgendeiner Weise darauf schließen lassen, welche Art von Behinderung ich habe. Aber das ist genau dasselbe Problem, was wir bei vielen anderen Systemen jetzt auch haben. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von den 176 Teilnehmern, die wir jetzt haben, kein Facebook-Account haben zum Beispiel. Ja. Mhm. Über Facebook kannst du ja auch über das Klicken, dass du über Anklicken von verschiedenen Beiträgen, über das Posten selber. Es gibt Untersuchungen, die besagen, dass du zu 98, oder zu 99% über das Facebook-Profil herausfinden kannst, welche sexuelle Orientierung das diese Person hat, ob sie religiös ist oder nicht ist, auf welchem Kontinent das sie wohnt zum Beispiel, ja, etc. etc. Da gibt's, das ist alles schon da, ja. Neben dem Datenschutz haben wir ja auch beispielsweise noch andere Dinge, die jetzt gerade bei der KI, wenn sie geschult wird, ne, das ist ja auch ein Beitrag im Chat, dass da vorherrschende Vorurteile oder eben auch vorherrschende, vielleicht fehlerhafte Interpretationen von barrierefreien Zugang hier vielleicht auch dazu führt, dass die KI falsch angeschult wird. Ne? Genau. Das ist ja das, was ich erwähnt habe, so einen Nebensatz meines, weil erst vor ein oder zwei Wochen war wieder ein so ein Fall zum Beispiel, dass ein Chatbot, der eingesetzt wurde, auf irgendeiner Social Media Plattform, auf, ich
ich weiß es nicht, wo genau das war, ja, ich kann mich nicht jetzt wirklich genau erinnern an den Namen, dass dieser Chatbot selber rassistisch wurde oder sexistisch wurde, weil er die Vorurteile, die, mit denen er gefüttert wurde, dieser Chatbot, dann nachher noch einmal verstärkt hat und selber dann nachher, und die mussten ihn nach 2 Tagen vom Netz nehmen. Ja. Hm. Das heißt, diese Systeme sind alle noch auf sehr wackeligen Beinen, würde ich mal so sagen. Was es aber sicherlich geben wird, meiner Meinung nach, oder diese Unterstützung, wo sie am meisten da ist, das sind alle diese Dinge, die sich jetzt mit der automatischen Bildbeschreibung, Bilderkennung zum Beispiel beschäftigen, mit Sprachein- und Ausgabe. Ja, das sind Dinge, die schon relativ weit sind. Mhm. Ja, ich glaube, ein guter Zusammenfassung oder eine gute Zusammenfassung, Fluch oder Segen. Ja, es hat immer alles beide Seiten damit eigentlich. Ich würde wirklich allen empfehlen, schauen Sie sich dieses Plug and Play an vom European Disability Forum. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Das ist dieses hier. Ja. Da finden Sie echt eine sehr gute Zusammenfassung und auch Handlungsempfehlungen an die verschiedenen Stakeholder. Dankeschön. Danke. Jetzt haben wir uns alle eine Kaffeepause verdient. Ja, danke Klaus, das denke ich auch. Wir sind jetzt 3 Minuten vor 4 Uhr. Machen wir 5 Minuten Kaffeepause und sind dann wieder zurück mit dem zweiten Teil. Okay, ja. Dankeschön.